Hallo zusammen, Michi ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Torghast-Run präsentieren. Heute geht es um den Chaler's Gauntlet und zwar um einen Ebenen 8-Run. Ich habe ihn nach längerem Progress tatsächlich geschafft. Ich habe jetzt vom 7er auf den 8er Run habe ich, glaube ich, 8 Stunden geprogressed, habe ich alles in einem Abend durchgezogen. Deswegen werdet ihr vielleicht sehen, es ist ein bisschen später geworden. Und ja, als allererstes will ich euch mal zeigen, was ich an Gear und Skillung hatte. Ich habe wieder mit der Skillung gespielt, schon auch wie beim 7er, mit der Eulen-Affinität, einfach um meine Convoke zu boosten. Dafür bin ich dementsprechend auch bei den Nightfee. Dann habe ich mit Massenumschlingen quasi gespielt, schlichtweg einfach, um mir ein bisschen die Gegner wegzuhalten. Galactic Guardian, um noch zusätzliche Mondfeuer-Procs zu haben, denn der Build, den ich quasi spiele, läuft hauptsächlich über Mondfeuer. Ich habe da am Anfang Trades genommen, wo ich dementsprechend bei 20 Mal Mondfeuer-Proc quasi einmal so einen Vollmond kriege. Das macht sehr, sehr viel Schaden. Dementsprechend, umso mehr Mondfeuer ich auf die Gegner drauf kriege, umso mehr Damage mache ich. Und dann gibt es noch so einen anderen Trade. Wenn ich auf 3 Zielen Mondfeuer habe, mache ich 50% mehr Schaden. Und diese zwei Anima-Bonis plus Galactic Guardian ist halt eine relativ starke Kombi. Dann habe ich den Überleben des Stärkeren drin. Schlichtweg einfach, um noch so ein bisschen mehr die Abklingzeit von der Baumrinde runterzukriegen, um öfter den 4er-Set-Bonus auslösen zu können. Da kommen wir gleich aufs andere Problem. Ich habe halt nur Item-Level 270 hier angehabt, einfach weil ich halt ein paar LFR-Teile hier anhab, um dementsprechend meinen 4er-Set-Bonus zu kriegen. Ehrlich gesagt, mit dieser quasi Kite-Taktik, die ich gespielt habe, wäre der 4er-Set-Bonus wahrscheinlich gar nicht so relevant gewesen, weil ich halt dann eh auch nicht mehr mit Inka spiele, sondern mit Berserker, wo der ganze 4er-Set-Bonus dann kürzer aktiv ist. Aber naja, so ein bisschen ihn mitzunehmen, schadet, denke ich mal, nichts. Genau. Trinkets habe ich 2 DD-Trinkets, einfach weil ich kein defensives, vernünftiges habe. Und ja, das ist eigentlich soweit das Setup, das ich gespielt habe. Den Sprung-Trade habe ich diesmal leider nicht gekriegt, wie im 7er, was sehr, sehr schade ist. Und ja, dann würde ich sagen, können wir gleich mal reinschauen. Ein Disclaimer vorab noch. Könnte sein, dass ich zwischendrin ein bisschen am Fluchen war und ein bisschen abgefuckt war. Und vielleicht war es auch an einigen Stellen ein bisschen ruhiger, war weniger Commentary dabei. Ich glaube, die ersten paar Stunden, wo ich da durchgerannt bin, habe ich immer alles kommentiert, versucht hier, da, das zu erklären. Und wenn du da 8 Stunden das Zeug progress und nicht weiterkommst, dann bist du irgendwann, ist irgendwann ein bisschen die Luft raus. Aber ich dachte mir, komm, ich zeige es euch trotzdem, wie ich durchgelaufen bin. Also seht mir das ein bisschen nach. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle und entlasse euch einmal in den Run. Ding ist, wenn du einmal im Hintertreffen bist, dann war es das, ne? Dann ist es extrem schwer, da nochmal rauszukommen, weil du dann so viele Mobs hast mit Fähigkeiten. Spielen wir mal mit dem Slow-Effekt. Keine gute Idee, aber haben wir zumindest ein bisschen mehr Schaden. Warte mal, sind es wieder die Silence? Ne, sind nicht die Silence vielleicht. Okay, perfekt. Das ist bloß die Fläche, die extrem riesig wird. Run. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Interrupt. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Run. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet.
Ja, so viele Stacks drauf. Watch your feet. Watch your feet. Fuck it. Nein, ich bin sogar noch rangecharged. Das hat nicht gereicht. Und jetzt muss jetzt einfach zwirbeln. Jetzt eh nicht mehr moven. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Ich hab den Grip-Mob dabei. Watch your feet. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Kann ich den anderen nicht mehr interrupten? Watch your feet. Watch your step. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Bitte mich wieder zurück in die Grütze. Watch your step. Watch your step. Watch your feet. Dachte ich mir, schubbert er mich runter. Fuck, er zieht mich in die Vaults rein. Boah, zum Glück sind sie gerade schon explodiert noch. War doch jetzt halbwegs clean, oder? Ich bin, glaube ich, nicht gestorben. Nehmen wir mal das Phantasma-Ding mit. Watch your feet. Watch your feet. Nehmen wir ein bisschen live mit. Watch your feet. Wurzelstand, wo er nicht. Watch your feet. Eigentlich ganz nice. Jetzt haben wir einen Haufen Phantasma mitgenommen, das bringt mir halt eher so semi was. Watch your feet. Ja gut, die ganzen Damage-Dinger habe ich jetzt, aber ich krieg halt auf den Sack, ne? Jetzt das Sprungding kriegen wird, wäre halt richtig sweet. Halt hier leider nicht dabei. Komm. Geben wir das Sprungding. Schon mal nicht. Schon mal nicht, aber die Wolke ist ganz okay eigentlich. Leider nein, leider gar nicht. Hä? Was hat er sonst noch im Angebot? Berser kann ich noch mitnehmen. Sets. Da ist nix.
Run. Kommen denn jetzt alle auf einmal? Run. Ganz gern hier wegkommen. Run. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Run. Das ist jetzt ganz schlecht. Komm, jetzt zieh ich mal Inke. Kann ich halt nicht mehr moven. Watch your feet. 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 Im Run sieht das jetzt echt ganz gut aus, ehrlich gesagt, ne? Ich will es jetzt nicht verschreien, aber Moment. Ich hoffe, ich habe auch einen 8er gequeued. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, weil es läuft gerade relativ gut, muss ich sagen. Also, wahrscheinlich schaffe ich es jetzt irgendwie mit Hängen und Würgen und am Ende kriege ich kein Achievement, weil ich doch das Falsche gequeued habe. Ich bin immer noch dran, aber das ist halt auch echt tricky. Ich sag's euch. Jetzt hoffe ich, dass ich mal das Springen-Ding krieg. Komm, gib mir den Springen-Trade. Nee, krieg ich halt einfach nicht, ne? Ah, der wird mich halt jetzt retten, wenn ich den Springen-Trade kriegen würde. Schade, den Heal-Trade habe ich auch nicht gekriegt.
Also zumindest habe ich ein bisschen mehr live jetzt, schon meine 170k, was aber auch noch nicht viel ist, ehrlich gesagt. Oh, war ja, das ist jetzt wieder ein ätzendes Ding. Komm, Sprungtrade. Nix. Boy, oh boy, oh boy. Shockwave. Run. Oh, da ist dieses Orakel, ne? Das macht irgendwelches komisches Zeug. Bock raus. Keine Ahnung, was das macht, was das Orakel da castet. Muss es halt jetzt extrem safe spielen. Ich habe jetzt noch einen Haufen Tode, weil ich es irgendwie geschafft habe, die aufrechtzuerhalten, aber... Ich will halt jetzt nichts wasten. Okay, diese Orbs, die sind glaube ich ätzend, ne? Watch your step. Ja, das ist ein 4, den der castet, ne? Das ist ein 4. Fuck, ich bin eine Eulengestalt. Shockwave. Shockwave? Ungünstig? Watch your step. Watch your step. Oh nein, das ist Movement Scheißzeug. Fuck, ich bin gefeiert. Watch your step. Watch your step. Ich spare jetzt halt meine Inka auf bis zum bitteren Ende. Aber komm, für mich aus dem Void raus. Oh, nächster 4. Ach komm, bin ich jetzt nur noch im 4, aber es ist nur noch der eine große, also es ist nicht so wild. Ich frage mich jetzt gerade, ob anderen Mobs da hinten los ist. Okay, das ist irgendwas krasses, da muss ich nachher nochmal gucken, was das genau... Fuck, ich bin... ich konnte ihn gerade nicht kicken, weil ich nicht in der... Der Dinggestalt war. Mach die jetzt mal weg, wir machen das jetzt ganz slow. Beim Endeffekt ist nicht... Ach nee, das ist hier nochmal so ein Special Mob, okay, verstehe. Shockwave. Ich glaube, ich habe irgendwas Loweres gequeued, kann das sein? Weil die Mobs haben auch nicht sonderlich viel Leben hier. Ich glaube, ich hab irgendwas Falsches gequeued, aber ich spiele es jetzt trotzdem mal fertig, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich habe ja hier schon ein Ding. Weil doch, die haben schon relativ... Nein, 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 nein. Ich kann die Kette nicht klicken, weil die Mobs drauf sind. Dreckerter. Ah,
Alter, diese Kackviecher, echt. Was ist denn? Komm, sag bitte jetzt nicht, dass das ganze Ding verbuggt ist. Watch your feet. Fuck, da kommt jetzt richtig viel. Watch your feet. Run. Watch your feet. Watch your step. Komm, ich hau jetzt nochmal Drums raus. Fuck, ich wurde weggestunt. Es war unnötig. Ich wollte die gerade wegnocken. Jetzt kann ich mal gucken, was ich hier hab. Das Töten eines Gegners erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 30 Sekunden lang. Okay, das macht keinen Sinn. Eure Angriffe haben eine Chance in Kugel der Qual. Ich glaube, das ist relativ strong. Watch your feet. Watch your feet. Ach, fuck it. Ich wollte jetzt eigentlich die ganzen Orbs holen. Watch your feet. Run. Watch your feet. Watch your feet. Shockwave. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Shockwave. Watch your feet. Watch your feet. Run. Watch your step. Watch your feet. Über das überall Silence hier. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Run. Watch your feet. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. 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 Run. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Gut aus. Ich weiß gar nicht, warum die einen Mobs hier nur rumstehen, aber... Vielleicht, weil die vorhin verbuggt sind, oder? Kann das sein? Ah, doch, jetzt casten sie wieder. Jetzt muss ich aufpassen. Nein, castet da jetzt nochmal so einen Scheißdreck? Ach komm. Hätte er jetzt auch einfach sein lassen können. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Hätte er jetzt auch einfach sein lassen können. Also ein bisschen mehr Life wäre ganz nice, wenn ich hätte. Super, jetzt kriege ich lauter Convoke Trades. Eure kritische Schaden und eure kritische Heilung sind 30% erhöht, eure verursachte Frostschaden. Ja, ich weiß jetzt nicht, Frostschaden habe ich jetzt nicht sonderlich viel. Nehmen wir das mal. Watch your feet. Ja, dann nehmen wir das Leben. Ich noch mehr Leben. Oh, das ist gar nicht schlecht. Watch your feet. Watch your feet. Ja, da kann man mit Soul Shape stunnen. Und Vogue. Oh, warte mal, ich hätte andere, glaube ich, nehmen sollen. Na, ich brauche immer noch den Springen Trade. Aber der ist auch nicht schlecht. Der heilt mich zumindest noch.
Ein bisschen Heilung. Treffen wir uns mal gucken. Ich will den Springen-Trade. Ich hoffe, ich krieg den hier noch irgendwo. Ah, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen Life Leech springen. Gibt's nicht. Taugt schlecht aus. Shockwave. Run. Shockwave. Shockwave. Run. Ich hab diese Kackfledermaus da dabei. Mit dem Vierscheiß. Run. Fuck, ich pack hier so ein bisschen dran. Shockwave. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Warte mal, waren das schon alle Mobs dann? Ich habe ja noch meine CDs, dann könnte ich ja eigentlich hier reinratzen. Ich habe jetzt die ganze Zeit Inka aufgespart für die hinteren Mobs. Ja, perfekt. Ja gut, dann ziehen wir jetzt halt Inka. Super, ein Mob ist... Ich habe gar nicht geguckt, dass schon alle Portale weg sind. Warum kommen denn hier so wenig Mobs nur? Wir nehmen noch mehr live. Ja, weniger als 40% maximale Gesundheit verringert sich euer erlittener Schaden um 40%. Wenn ihr betäubt oder verlangsamt werdet, spaltet sich alle eine Sekunde irgendein Fragment. Das ist richtig strong, weil ich bin die ganze Zeit geslowed. Gegen Stille und Schweigen. Das mal, das ist auch nicht schlecht. Mal die Mastery noch mit. Ich könnte noch mehr live auch nehmen. Habe ich denn jetzt 309? Ah, ich hätte vielleicht noch mehr Leben nehmen sollen, oder? Wie hoch habe ich es jetzt schon gestackt? Eine halbe Million wäre gut, 195%, okay. Mehr gibt es hier leider nicht, ne? Ah, also, ich habe jetzt schon ganz gute Trades, ne? Hey, ich grüße dich. Aber der Sprüngen-Trade, der wäre halt jetzt nur richtig... Oh nein, das ist hier so ein Rotz. Warte mal, ist er dabei vielleicht? Nee. Leider nicht. Schade. Also wenn ich den Springen-Trade noch kriegen würde, dann wäre es richtig Deluxe. Run. Shockwave. Oh, das ist jetzt nicht gut. Wo soll ich denn jetzt hin, bitteschön? Run.
Dammit. Run. Fuck, jetzt krieg ich gerade richtig Schaden. Ah, ich hab den Heiler-Buff drauf. Okay. Wir müssen jetzt All-In gehen. Ich hab X Heiler-Mobs da. Kann da jetzt nicht raus. Fuck, 4. Nochmal 4. Das ist so dumm. Okay, da war jetzt zu viel CC-Stuff. Ich nur noch im CC. Dreck. War jetzt unnötig, dass ich da gestorben bin. Shockwave. Alter, wo habe ich jetzt mein HT? Drei Tode habe ich noch. Mal gucken. Ärgert mich. Also das war jetzt unnötig, dass ich da gestorben bin, sage ich euch ganz ehrlich. Shockwave. Dann nehmen wir die Phantasma. Lifesteal, okay. Glaube ich besser. Redef. Innenrückstände. Gib mir doch bitte einen Redef. Das können wir noch mitnehmen, das ist gar nicht so schlecht. Redef ist eigentlich ein Jump-Ding. Das Jump-Teil kriegen würde. Kennst du dich mit Warlock aus? Nee, Warlock muss ich leider echt passen. Ich habe zwar den Mage Tower mit allen Specs gespielt, aber auskennen würde ich nicht behaupten, dass ich mich tue. So, Ebene 6 kommen wir jetzt. Ich habe leider immer noch keinen Sprung, ne? Keinen Sprung. Vielleicht gibt es aus einem von den Teilen raus. Da habe ich natürlich ewig viel Phantasma, aber das bringt mir halt relativ wenig. Weiß ich nicht. Das Käse eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja, eigentlich will ich es nicht, dann route ich die ganze Zeit. Bevor ich nichts mitnehme, nehmen wir es mit, scheiß drauf. Watch your step.
Immer sind wir alle komplett. Oh nein, ich habe schon wieder einen Heal absorben Mob. Watch your step. Shockwave. Shockwave. Kann eigentlich jetzt mit Bersi die Legen kaputt hauen. Run. Ah, da kommt noch ein Pack. Watch your step. Jetzt leider nicht raus. Was? Ich dachte mir, dass ich habe eine 500.000 live, ne? Das müsst ihr überlegen. Überleben. Aber was hat mich denn da gerade gekillt? Das war doch gar nicht. Ich war komplett voll. 100%. Ich habe 16k abgekriegt, 44k tot. Aber seht ihr? Ich war komplett auf 0,15 Sekunden vor dem Tod war ich komplett voll live. Und das sind halt 300k, mit in der Inka sind es halt 400 irgendwas k. Und dann habe ich 16k und 44k abgekriegt. Und wurde trotzdem gewonshottet. Das kann nicht sein. Ich hatte auch noch ein Schild von wahrscheinlich 200k oder so. Also, das irgendwas hat da jetzt gerade, ne? Da ging gerade was nicht mit rechten Dingen zu. Definitiv geht da was nicht mit rechten Dingen zu. Watch your step. Er castet halt nochmal, ne, den 4. Kann ich nur eine Vault ziehen? Watch your step. Hat er mich jetzt doch nicht geführt? Watch your step. Ah, fuck, jetzt bin ich in der Eule gefiert. Watch your step. Es waren halt nur noch ein paar wenige Mobs über, ne? Und da hat mich der eine Explosion-Shit einfach geratzt. Das ist unnötig, jetzt habe ich noch zwei Tode über. Boah, ich krieg halt jetzt hier extrem viel Phantasma, dass ich dann alles wieder nicht einsetzen kann. Komm, gib mir den Sprung-Trade. Ne, wieder nix. Schwierig. Ich muss die Ausrüstung mitnehmen, ne? Jetzt haben wir 436k. Also jetzt wird es langsam ein bisschen höher mit dem Leben. Ach super, schon mal, der hat so gut wie keine Items, ne? Und ich hab über 1000 Phantasma. Weiß halt nicht, ob da noch ein Händler kommt, ne? Ich könnte das mit dem Taunt mitnehmen, aber das rentiert sich wahrscheinlich auch nicht wirklich. Mach ich bei den zwei Mobs mal halblang.
Shockwave, run. Shockwave. Den leider nicht interrupten. Shockwave. Run. Watch your step. Alter, zieht er mich da rein. Ich bin wieder so ein Kack-Grab-Mob dabei. Watch your step. Run. Run. Oh, ich habe zwei Heilabsorb-Hanswursten. Der Knock war ganz gut für mich jetzt. Watch your step. Er hat immer noch den Heilabsorb drauf, ne? Watch your step. Watch your step. Sieht aber eigentlich jetzt ganz gut aus. Wenn ich jetzt noch den Sprungtrade kriegen würde, dann wäre ich ja entzückt bis zum geht nicht mehr. Wir liegen jetzt einen Haufen Sachen rum. Parkskin-Geschichte. Alles kacke. Schau mal, wie viele Sachen hier rumliegen. Also. Live. Seelenrückstände. Der Trade, den ich nicht brauche. Bisschen mehr Tempo. Ach komm, ich krieg halt nicht den Trade, den ich haben will, ne? Jumpen, das wäre halt so strong, wenn ich das kriegen würde. Die Ausrüstung. Jetzt haben wir eine 500.000 Leiben. Leben so rum. Leiben, sag ich. Vielleicht kriege ich es jetzt auf der Ebene noch. Oh, warte mal, das ist schon die letzte Ebene. Das ist Ebene 8, ne? Tja. Jetzt oder nie eigentlich, ne? Na, vielleicht ist er ja da dabei. Mastery. Grit. Und ranken. Perfekt. Das bringt mir jetzt alles gar nichts. Watch your step. Run. Shockwave. Interrupt. Run. Wie das jetzt halt nochmal hier. Run. Oh fuck, jetzt habe ich den Kackmob. Den muss ich auf jeden Fall interrupten. Sonst macht er mit mir böse, böse Sachen. Da ist gerade mein Free-Ding geprockt. Kann ich denn jetzt nichts mehr machen? Watch your step. Run. Also mein Free Death ist schon mal geprockt hier.
Watch your step. Ja, aber den Hackelmob habe ich auch noch. Und einen Viermob. Scheißen Dreck. Keine Tode mehr, ne? Schöne Scheiße. Das sind halt die absoluten Drecksmob. Ich hatte den Hackelmob und ich habe den Stunmob. Noch nicht nur einen der vierten. Irgendwas hat mein Leben extrem verringert. Ich kann halt nicht beide interrupten. Laufen hier. Hau nochmal alles rein. Full Support hier. Jetzt geht das Ding hier auf. Ah, die Teile kriegen nicht gelootet. Wahrscheinlich wäre da dann meine guten Trades drin, ne? Watch your step. Run. Die wieder alles auf einmal ab. Watch your step. Fuck, da komme ich jetzt nicht raus. Run. Watch your step. Die Volts sind halt echt gefährlich. Alter! Leck mich fett, ich sag's euch. Nie wieder diese Scheiße. Wie lange habe ich da jetzt... Jetzt haben wir... 4.30 Uhr einfach, ne? Ist zwar schön am Samstag, aber ich mach das seit 20 Uhr, bin ich jetzt hier am Progressen. Nie wieder diesen Rotz. Nie wieder. Alter, ist das Abfuck. Vor allem, wenn ich jetzt nochmal gestorben wäre, wäre es vorbei gewesen, ne? Gott sei Dank habe ich es geschafft. Das war ein Progress ohne Ende. Nahezu. Ich habe jetzt 8 Stunden geprogressed hier. Ich sag's euch. Im Intro werde ich dann erzählen, war easy. Gar kein Stress. Aber das war eins der härtesten Sachen, die ich in WoW bis jetzt gemacht hat. Und vor allem mit RNG war das halt richtiger Rotz gerade. Endlich. Oh, ich sag's euch, aber seht ihr, manchmal muss man echt durchziehen. Manchmal muss man echt durchziehen. Gut, Leute. Ich entschuldige mich jetzt, dass die Aufnahme, dass ich da jetzt nicht so viel kommentiert habe, aber wenn du das 8 Stunden machst, irgendwann ist die Commentary-Leistung quasi auch am Boden. Aber ja, wir haben den Achter jetzt auch durch und damit verabschiede ich mich für die Aufnahme. Euer Tela, bis dann. Ciao.